Hallo Freunde, willkommen auf ein neues Video. TruckPoint Auto Service meldet sich wieder zu Wort. Ich habe hier eine Mechatronik von einem DQ200. Ich werde euch zeigen, wie man den Druckspeicher, den verstärkten Druckspeicher verbaut und möchte ein bisschen was zu den Symptomen erzählen und warum diese Arbeit bei dieser Mechatronik sehr oft erforderlich ist. Die Mechatronik ist ausgebaut und liegt auf dem Tisch. Ganz wichtig, zur Montage unseren Kits muss die Mechatronik nicht raus. Die haben wir jetzt ausgebaut zu besseren Veranschaulichung. Das Video ist speziell für die Schweizer Kunden, weil wir sehr viele Anfragen aus der Schweiz haben und öfters Probleme kriegen mit schnellem Versand. Haben wir eine Partnerschaft begonnen mit einer Werkstatt in der Schweiz. Die vertreibt unsere Druckspeicherkits. Die Lieferwege sind halt kürzer und auch das technische Know-how und Support, das ist alles viel einfacher. Dazu verliere ich aber gleich mehr Worte. Jetzt möchte ich erstmal, bevor ich mit der Montage beginne, erläutern, wie sich so ein defekter Druckspeicher bemerkbar macht. Meistens ist es so, dass der Druckspeicher undicht wird und die Mechatronik ist so verbaut, wir an der Entlüftung oben Ölverlust nach außen haben. Wenn du ein bisschen näher kommst, wirst du erkennen können. Die Mechatronik hat auch schon nach außen verloren. Der ganze Dreck und diese Brühe, das ist Mechatroniköl. Das ist einer der ersten Symptome, wie man einen defekten Druckspeicher erkennt. Des Weiteren kommen irgendwann Fehlermeldungen. So, wenn der Druckspeicher Fehler gemeldet hat, ist der Fehler auch in dem Fehlerspeicher gespeichert. Das heißt, entweder blinkt der Schraubenschlüssel im Display oder das Fahrzeug fährt gar nicht mehr. Wenn man den Fehlerspeicher ausliest, hat man meistens 4 Fehlercodes drin. Diese Fehlermeldungen werden wir vermerken. Das ist dann für euch einfacher zu diagnostizieren. Es ist eine ganz einfache Nummer. Man muss lediglich nur die Ölwanne von der Mechatronik abnehmen. Die Mechatronik muss nicht raus. Ja, das kann man in eingebautem Zustand machen und es ist sehr, sehr einfach. Dazu nimmt man die 4 langen 45er Torx-Schrauben raus. Das haben wir jetzt bereits getan, weil wir die Mechatronik, wie gesagt, abnehmen mussten. Dann müssen wir hier die M6er Schrauben rausnehmen. Da sind meistens 4 Stück mit 10er Kopf und 2 Stück mit 30er Torx. Die nehme ich jetzt erstmal raus. So sieht die Mechatronik von innen aus. Das ist der Druckspeicher, der erneuert werden muss. Ich gehe ganz stark davon aus, dass der bereits lose ist. Das prüfen wir jetzt einmal. Jawohl, ist lose. Kannst du denn sehen, dass ich den Druckspeicher mit der Hand schon bewegen kann? Ja, ne? Ja. Okay. Das ist ein Indiz dafür, dass der Druckspeicher platt ist, weil die Teile sind mit 150 Newtonmeter angezogen. Das heißt, wenn der Druckspeicher sich nicht gelöst hätte, hätte ich den Druckspeicher niemals mit der Hand lösen können. Jetzt gehen wir hier ran mit einer 70er Torx und lösen diesen. So, wenn wir den grünen O-Ring schon sehen können, lassen wir den Druckspeicher ein paar Sekunden in Ruhe, damit der Restdruck entweichen kann. Somit haben wir den defekten Druckspeicher ausgebaut. So, jetzt können wir mit der Reinigung beginnen. Wir gehen hin und kippen erstmal das Öl raus. Montiert ist die Mechatronik hier eigentlich senkrecht. Das heißt, so können wir die alte Brühe rauslaufen lassen. Den Dreck quasi so ein bisschen rausspülen. Ein paar Sekündchen warten. So, leicht auspusten. Somit wäre der Reinigungsvorgang abgeschlossen. So,
Jetzt müssen wir unseren neuen Kit montieren. Dazu nehmen wir die drei Torx-Schrauben ab. So, das war's. Jetzt können wir mit der Montage beginnen. So, zur Reparatur des Druckspeichers brauchen wir ja neben dem Druckspeicher noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel eine neue Ölwannendichtung. Das Öl ist ja klar. Die Aluminium-Magnesium-Schrauben, die vier langen Schrauben, die wir ja zur Demontage der Ölwanne abnehmen müssen, die sind immer mit dabei, weil die Aluminium-Magnesium-Schrauben darf man nur einmal verwenden. Deshalb, damit unsere Kunden es ganz leicht haben, haben wir ein Kit zusammengestellt. Das ist unser DQ200 Master Kit. Da ist das Öl drin. Da ist die Ölwannendichtung drin. Da sind die Schrauben drin. Da ist das Werkzeug zur Befestigung des Druckspeichers drin. Der Druckspeicher selber ist drin. Und eine Anleitung ist dabei. So, als allererstes brauchen wir den Druckspeicher. Der ist in so einer Tüte verpackt, weil die Druckspeicher vor der Montage oder nach der Herstellung immer getestet werden und auf dem Prüfstand ja, mit Druck beaufschlagt werden, sind die etwas ölfeucht. Deswegen sind die so gut verpackt. So, das ist der neue Druckspeicher mit einem Edelstahlteller. Dieser Teller wird hier montiert und somit haben wir die Funktion des Aluminiumtellers quasi außer Kraft gesetzt, weil dieser Aluminiumteller sehr gerne im oberen Bereich reißt, weil das sehr, sehr schwach dimensioniert ist, setzen wir quasi den Bereich außer Betrieb, indem wir mit unserem Edelstahlteller hier reingehen und der Edelstahlteller die Funktion des Aluminiumtellers übernimmt. Dahinter ist ein O-Ring verbaut. Diesen O-Ring müssen wir ganz leicht schmieren. So, dafür können wir handelsüblichen Mehrzweckfett nehmen. So, dann wird der hier reingesetzt. So, bis die Löcher sich übereinander finden, dann gehen die Torx-Schrauben da rein, werden leicht angezogen. So, anschließend werden die bis Maximum 8 Newtonmeter angezogen. Das war's. Jetzt kommt der verstärkte Druckspeicher ins Spiel. Auch hier befindet sich ein O-Ring, leicht fetten. Ansetzen. Gebrauchten Schlüssel. Den müssen wir nicht unbedingt auspacken. Wird handwarm festgezogen. Irgendwann treffen sich die Oberkante und Unterkante. Ja? Dann muss man mit ganz leichten Schlägen ein bisschen noch beiziehen. Das war's. Die Montage ist erfolgreich abgeschlossen. Jetzt müssen wir die Mechatronik rückwärts wieder zusammenbauen. Dazu gehen wir hin und machen hier die Dichtflächen leicht sauber. Das mache ich sehr gerne mit einem Stück Schleifvlies. Natürlich darauf achten, dass nichts reinfällt. Nur ganz leicht. So. Dann nochmal ein wenig sauber machen. Wie gesagt, das ist die normale Montageposition. Also da kann man ruhig einen Bremsenreiniger reinhalten. Da passiert gar nichts. Nochmal leicht auspusten.
Dann nehmen wir die Dichtung, die ja im Kit enthalten ist. So, normalerweise müsste man jetzt hingehen und den alten Deckel halt sauber machen. Den Deckel kann man wiederverwenden, es sei denn, der ist verzogen. Wann verzieht so ein Deckel? Es kommt schon mal vor, dass das Aluminiumgehäuse reißt und der Druckspeicher schießt sich mit voller Kraft gegen den Deckel und verzieht diesen. Kommt zwar selten vor, aber kommt vor. Wenn sowas mal vorkommen sollte, liefern wir unseren Kunden auch gerne einen neuen Deckel. Da muss der Kunde uns halt informieren, dass der Deckel auch neu muss. Und dann bekommt er diesen auch neu. Ich mache hier jetzt direkt den sauberen Deckel drauf. Ich möchte jetzt mit Reinigung nicht so viel Zeit verlieren, damit das Video sich nicht so in die Länge zieht. Hier wird dann die neue Dichtung, die im Kit enthalten ist, montiert. Also die Arbeit machst du 100 Mal. Auch vor der Kamera klappt es nicht. Hier sind so Haltenasen, Dichtungsführungen. Also man kann diese Dichtung gar nicht falsch einbauen. Die wird hier eingesetzt. So, das war's. Druckspeicher ist fest. Deckel drauf. Und das Ganze rückwärts wieder montieren. Und das war's schon. Innerhalb einer Stunde ist der Druckspeicher instand gesetzt. Dafür muss die Mechatronik nicht raus. Dieser Fehler kann mit diesem Druckspeicher, mit dem verstärkten Druckspeicher-Kit, nie wieder vorkommen. So habt ihr die Mechatronik auf jeden Fall verstärkt und habt Ruhe. So, einmal beiziehen. So, das war's schon. Das Mechatronik-Öl lassen wir unten durch die Ablassöffnung ab und das neue Öl füllen wir durch die Einfüllschraube, durch die Einfüllbohrung wieder ein. Ist ziemlich genau 1 Liter. Die Mechatronik braucht auch 1 Liter. Das wird mit Hilfe eines kleinen Trichter eingefüllt. Fehlerspeicher wird gelöscht. Und dann ist der Fehler für immer eliminiert. Wir werden jetzt unten die Kontaktdaten von unserem Partner vermerken. Die Schweizer Kunden können sich direkt an den Partner wenden. Und ganz wichtig, ich sage das immer wieder, aber das möchte ich nochmal hiermit explizit ausdrücken. Wir sind keine Händler. Wir sind Fachleute, die tagtäglich diese Kits verbauen. Wir haben bereits über 2000 Stück im Umlauf. Wir wissen, wie so eine Mechatronik aufgebaut ist. Falls ihr bei der Montage Probleme bekommen solltet oder irgendwas nicht verstehen solltet oder irgendwelche Fragen auftauchen sollten, ruft an. Wir können am Telefon helfen. Das ist der wichtige Mehrwert, den unsere Kunden haben. Die können anrufen und bekommen schnelle Hilfe. Und meistens eine zielführende Hilfe. Das Auto muss nicht tagelang irgendwie auf einer Bühne stehen bleiben. Die Arbeit verrichtet man innerhalb einer Stunde. Es gibt Fahrzeuge, die nach vorne hin sehr wenig Platz haben. Da muss unten die Drehmomentstütze vom Getriebe abgeschraubt werden. Somit kann man das Getriebe und den Motor etwas nach hinten ziehen mit einem kleinen Spanngurt. Und so hat man sehr viel Platz. Die Mechatronik muss in keinster Weise demontiert werden. So, das war's von mir. Falls Fragen auftauchen sollten, wie gesagt, gerne per Mail oder telefonisch anfragen. Wir helfen gerne. Und ja, bis dahin, alles Gute. Ciao.